schon sitzen wir im Auto, um 2 Minuten geradeaus zu fahren. Es geht nach Perkins, das ist ein Familienfrühstücksrestaurant. Und nee, nicht nur Frühstück, da kann man alles essen. Also es ist ein Familienrestaurant. So steht's da irgendwie auf dem Schild jedenfalls. Auf jeden Fall hat Stefan mir, ich halte es fest, versichert, dass ich dort auch wahrscheinlich Pfannkuchen oder Waffeln essen kann. Genau, wahrscheinlich, habe ich gesagt. Ich weiß es nicht, ich bin noch nie da gewesen. Nein, du hast gesagt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn es da Breakfast gibt, dann gibt es da auch Pancakes. Sollte mich wundern, wenn ein amerikanisches Restaurant keine Pancakes zum Frühstück anbietet. So, jetzt haben wir noch ungefähr 0,3 Meilen, sind wir auch schon da. Und sonst, wenn das dir nicht gefällt, da ist auch noch ein IHOP. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal was Neues und machen mal ein richtig schönes Frühstück an unserem letzten Urlaubstag. Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht. Hoffentlich auch das Frühstück meines Ziels. Mal gucken. So. Parken wir hier mal ganz galant ein. Und gucken mal, was es so bei Perkins zu essen gibt. Wir haben bereits bestellt im angenehm klimatisierten Dining Room einen leckeren Orangensaft. Ach, schön kalt. Und bei mir gibt es Limonade. Auch sehr kalt und auch sehr lecker. So, während ich auf das Essen warte, gucke ich mir hier gerade auf YouTube. Ich habe irgendwie nochmal richtig Bock bekommen, die Infamous-Teile zu spielen, also Second Son und First Light. Und ich habe mir hier gerade mal so einen Vergleich angeguckt, wie das jetzt inzwischen auf PS5 läuft, weil ich bin mir immer so ein bisschen unsicher, wenn ich das PS4-System spiele, auf der PS5 spiele, ob dann auch ein grafischer Unterschied ist. Und hier scheint er wohl zu sein, ohne PS5-Upgrade zwar, aber soll flüssiger und mit besseren, was jetzt Feuer und Rauch und Licht angeht, das soll besser sein und unser Essen kommt. Okay. Na, man hat mir noch Tabasco hier hingestellt. Ich glaube, das passt nicht so ganz zu meinen süßen Blaubeerpfannkuchen. Aber vielleicht zu Stefan. Ja, das sieht doch sehr, sehr lecker aus. Ein richtig schönes amerikanisches Frühstück. Freue ich mich sehr, dass wir das nochmal machen. Wir haben auch gerade entschieden, dass wir heute nicht zum Universal Park gehen werden, sondern wir fahren mit dem Auto. Es ist einfach... Was hast du denn? Moment. Ich dachte kurz, wir gehen heute nicht hin. Also wir fahren auch nicht hin, wir besuchen ihn. Ich dachte ich kurz, ich wundere mich schon mit Stefan, wir reden gerade noch so, ja, dann können wir ja, wenn der Parkpreis damit einbegriffen ist, können wir ja noch einmal ins Kino gehen, wenn die Mittagshitze knallt. Und ich so, ja, ich freue mich. Und dann, wir besuchen heute nicht Universal. Ich so, keine Sorge. So, erstmal jetzt leckeres Essen. So, fertig gegessen und ich muss sagen, das war bis jetzt der netteste Laden. Also wir haben richtig tolle Gespräche gehabt. Wir hatten eine sehr nette Tischbedienung. Und wo bist du, Stefan? Ich bin hier. Und jetzt gerade beim Bezahlen, da haben wir uns noch mit einer Frau über das Schulsystem in Amerika und Deutschland unterhalten. Ja, es gibt hier 3 Monate Sommerferien. Ja, schön wäre es, wenn es in Deutschland auch nicht anders wäre, aber die haben da länger Schule. Ja, ja, es wird sich alles ausgleichen, es wird alles schon gerecht zugehen. Wo ist unser Auto denn nur schon wieder abgeblieben? Ich kriege hier noch die Krise. Ja. Den falschen Parkplatz. Ach nee, da vorne steht er, ja. So, Stefan. Jetzt geht's ab in den Freizeitpark. Es ist schon wieder unbeschreiblich heiß. Ich kann auch gehen. Oh, an dir liegt's nicht. Ich hoffe, die Entscheidung war nicht verkehrt, dass wir mit dem Auto heute in den Universal Park fahren. Es ist hier schon auf dem Weg hierhin total alles verstopft. Und es ist Samstag. Es ist schon wieder rot. Es ist 10 Uhr. Sind ja auch nicht gerade früh dran, sag ich mal. So, den wollen wir mal vorlassen hier. Was wollen die jetzt hier lang? Ach, wäre da auch gegangen. Hier laufen wir normalerweise immer schön lang, brav.
hier an der Seite, hier schön im Schatten sogar gerade. Hier stehen wir dann teilweise und warten, dass uns welche durchlassen. Oha. Und jetzt sitzen wir im Auto und warten auf einen guten Parkplatz. Ja, da kannst du lange warten. Naja. Portemonnaie kann man schon mal rausholen. Gute Idee. Der Kleine denkt ja mal ein bisschen mit. Oh, sind das Schlangen. Das ist auch zum Beispiel die Antwort darauf, warum ich vorne sitze und Simone hinten, wenn Simone mit im Auto sitzt. Ja, ich bin halt ein guter Beifahrer. Wenn er nicht gerade eingeschlafen ist, ja. Ja. Ja, das ist ein freundlicher Mitarbeiter von Universal, der uns hier zeigt, wo man sich so einzureihen hat, wenn man parken möchte. Wie viele Kassen gibt es denn hier? Ich will mal eben zählen. Ich glaube, Moment mal eben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schalter gibt es, wo man seine Parkgebühr von 30 Euro entrichten kann. Ja, und das fließt ja die ganze Zeit, also der Park macht durchs Parken auch schon gut Kohle. Ja, das kann man nicht anders sagen. Jetzt wissen wir, woher das Geld kommt. Über das, worüber wir schon philosophiert haben, wie sich das finanziert, so ein Park. Da sind natürlich ganz andere Geldgeber dabei und ganz andere Einnahmequellen als die Freizeitparks in Deutschland. Das ist natürlich klar. Welcome to Universal. Are you going to Island of Adventure, Universal? Universal. Enjoy your day. Thank you. Ich habe gar kein Wort verstanden, was du von mir wolltest. Hab ich gemerkt. So. Parking hier. Ja, ja. So, Parkticket haben wir und Stefan ist auch bestens gelaunt. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, wir hätten auch zu Fuß gehen können. Eine Zeitersparnis war schon mal nicht. Man hat bestimmt seine Kräfte gespart. Vielleicht. Aber hat ja super funktioniert. Naja, es geht so. Aber gut. Müssen wir heute Abend wenigstens nicht in der Hitze zu Fuß nach Hause laufen. Ja, gut. So, jetzt haben wir es 10:30. Sind immer noch nicht im Park. Wir fahren hier auf so einer Laufbahntreppe entlang. Sieht gerade nicht so voll aus, aber es ist voll. Und ich frage mich wirklich, wie doof man sein kann. Also ich frage mich das jetzt. An einem solchen Tag, heute Samstag, in einen Freizeitpark zu gehen. Und wenn ich das gleich sehe, was da bei der Abfertigung in der Halle los ist, dann hätten wir heute lieber einen Tag am Pool verbringen sollen vielleicht. Aber mal gut, jetzt ist es zu spät. Da sind wir nun. Auf dem Weg in den City Walk. Jetzt haben wir zwei Tickets für den Film, wie heißt er, 65. Ja, was wir über den Film wissen ist, er spielt irgendwie in der Zukunft, weil wir mal einen Kinotrailer gesehen haben. Und Adam Driver, der Schauspieler von Kylo Ren von Star Wars, ist in der Hauptrolle. Und es geht um Dinosaurier, habe ich das schon erwähnt? Nö. Gut, wie aber jetzt meine Parkgebühr wieder kriege, ist mir ein bisschen schleierhaft. Muss man nachher irgendwie vorzeigen. Ja, irgendwo. Kann man nach dem Film auch noch machen. So, der Film fängt an in einer Viertelstunde, also auf geht's. Ins klimatisierte Kino. Richtig. Was ich gerade eben da unten gesehen habe, es gibt am 30. Juni oder ab 30. Juni einen neuen Film von Indiana Jones mit Harrison Ford. Steht da unten so ein Plakat. Das sind ja mal richtig gute News, da freue ich mich ja schon drauf. So, wie gesagt, wir haben Kino Nummer 20.
So, nun stehen wir hier wieder an der Kasse, weil wir die Tickets ändern müssen, weil ja, uns ist was Dummes passiert. Wir erkennen das ja in Deutschland nicht mit AM und PM und ja, wir haben da nicht so drauf geachtet. Wir der Film fängt erst um 11 Uhr PM an. Und dann haben wir den Park schon verlassen. Ja, hoffe ich. So, in der Zeit können wir ja mal das erwähnte Poster zeigen, von dem Stefan sprach, Indiana Jones. Bist du dir wirklich sicher, dass es nicht irgendwie der letzte Film war? Nein, sind wir ganz sicher, das ist Harrison Ford. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es vielleicht der letzte Film war und das Plakat hier noch steht. So meine ich das. Nein, 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 das würde hier nicht mehr stehen. Dass das Harrison Ford ist, das erkennt ja jeder. Das erkennt ja sogar ich. Diesen Titel hier, kann man dir mal zeigen, den gab es noch nicht. Na gut. Also, ich bin da ganz auf dem Laufenden. Das ist eine meiner Lieblingsfilmserien, muss ich mal sagen. Und ich bin richtig happy. Ich werde im Juni oder im Juli in Deutschland im Kino sein. Das ist schon mal ganz sicher. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hoffentlich hat es euch gefallen zu hören, warum Stefan den Film so liebt. Ja, was haben wir jetzt für einen Film genommen? Wir haben jetzt Scream genommen, den aktuellen. Ja, Scream 7. Ich kenne nicht mal Scream 6, glaube ich, aber ist egal. Ich habe den geguckt auf dem Streamingdienst. Wow, sehr empfehlenswert. Also wirklich, Netflix läuft irgendwie meiner Meinung nach nichts mehr. Wenn Original noch rauskommt, kann man sich das ja mal holen wieder. Aber ich bin momentan begeistert von Wow. Gut, wir werden jetzt versuchen, die Mittagshitze oder einen Teil der Mittagshitze im Kino zu überwinden. Das Geld kriegen wir hoffentlich irgendwie wieder. Ich bin... Ja... Und es ist immer ein Erlebnis, in den USA ins Kino zu gehen, so. Und wir müssen jetzt in Nummer 19 gehen. Nee, 16. Also, this way. Alles nicht so einfach. Ach Mann, wie lange willst du noch reden? Mein Arm tut gleich weh. Ach, ist das schön hier. So, Film ist zu Ende, Parkgeld haben wir wiederbekommen. Ich habe noch nie so bequem gesessen im Kino wie in diesem Kino. Ich muss mal sagen, irgendwann habe ich gemerkt, man kann irgendwie die Sitze in eine Liegeposition bringen. Das waren Ledersitze. Man hat sich gefühlt wie im Bett, sag ich mal. Richtig cool war das. Und ja, das Parkgeld haben wir zurückbekommen. Also war das Kino jetzt auf jeden Fall umsonst. Jetzt haben wir es 5:05. War das denn umsonst? Wir haben noch unser Geld zurückbekommen. Umsonst war es nicht. Weißt du, ich meine, also es hat doch gut was gebracht, hat auch Spaß gemacht. Es war nicht so, ja, natürlich. Hat nichts gebracht. Ja. Kann man ja auch so verstehen. Natürlich, ja. Und jetzt haben wir unser Auto hier stehen, können also nachher ganz bequem nach Hause fahren. Und haben jetzt noch einen ganzen Tag hier für den Freizeitpark. Und wie ich sehe, sind ein paar Wolken am Himmel. Ist gar nicht so warm, wie ich gedacht hatte. Es war aber auch eiskalt im Kino, muss ich mal sagen. Die Klimaanlage war wohl auf volle Pulle gestellt, ne? Ja, muss aber auch so. Ja, muss auch so. So, auf ins Getümmel. So, und während wir jetzt auf dem Weg zum Eingang sind vom Isle of Adventures, muss ich mal sagen, dass mir der Film recht gut gefallen hat. Also, es ist natürlich Teil 6 von Scream. Ich habe nicht alle Teile gesehen. Ich muss dann nochmal alle Teile gucken jetzt. Aber es war schon mit extremen Szenen, würde ich mal sagen. Also, das Rated A war schon berechtigt, würde ich sagen. Also ich finde, es ging eigentlich komplett klar. Also was Stefan da jetzt meint, ist ein Messer im Auge zum Beispiel, aber solche Sachen, das kommt immer heftiger, häufiger vor und ich kenne so einige brutalere Filme. Also wenn du das schlimm fandest, dann bist du echt ein Luschluck. Schlimm? Es war schon ein richtiger Slasher-Film, muss ich mal sagen. Aber hat Spaß gemacht. Und was ich immer toll fand, der Sound. Also der Bass war so eingestellt, dass der Bass im Sitz zu spüren war. Und muss das auch sein im Kino. Man muss das auch nicht immer so leise stellen wie in Deutschland. So, sind wir am Eingang. Hitze ist doch wieder da, wie ich sehe gerade, wie ich merke. Ja, rein im Park.
Die Hitze ist wieder da. Wir machen jetzt eine kleine Pause und geben das Geld aus, was wir vorhin im Kino gespart haben. Es gibt kühle Getränke und eine super Brezel. Ja, erstmal habe ich aber die Getränke nötig. Was ist so eine Brezel wert? $11. Ja, was sie wert ist, ist die zweite Frage. Auf jeden Fall kostet das Ding $11 hier im Park. Ist eine große Brezel mit Käsesoße. Ja, an die Preise haben wir uns ja schon gewöhnt. Es ist Urlaub. Hilft nichts, wenn man das nicht mitmacht. Da macht es gar keinen Spaß. So, dann essen wir die Brezel hier. So, werde ich gleich machen. Schmeckt super, vor allem mit dem Käse-Dip. Ist zwar was Warmes, aber Getränk ist immer noch erfrischend. Wir haben gerade mal so eben nebenbei festgestellt, dass heute unser letzter Tag hier sein wird in den Universal Studios. Haben wir uns leicht ein bisschen verrechnet, nicht? Wir dachten, dass wir morgen noch mal herkommen können, aber unsere Karte gilt für genau 2 Wochen. Und die 2 Wochen sind heute einfach mal so rum. Müssen wir also morgen was anderes machen. Ja, was machen wir denn da, Johnny? Cool. Ja. Cool am Pool, ja, mal sehen. Auf jeden Fall werden wir heute noch bis zum Ende hier den Park genießen, auf jeden Fall. Im Moment geht gerade nicht viel, weil es ist dermaßen voll und Wartezeiten von mindestens einer halben Stunde. Okay, das geht ja noch, aber... Machen wir hier was? Ja, du musst doch was sagen, oder? Eine halbe Stunde geht noch völlig klar. Ich finde nur, ab 60 Minuten wird es irgendwie nervig. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Born Stuntacular Show an. Bei mir ist es jetzt zum 5. Mal und bei Johnny einmal mehr. Ja, zum 6. Mal. Ich habe einmal geguckt, als Stefan das Auto zum Hotel gefahren hat und ich ein bisschen früher rausgelassen wurde. Ja, also die Show lohnt sich wirklich. Also gibt für mich nichts Besseres als diese Show, muss ich mal sagen. Also wenn man an Shows, genau. Kann man gar nicht oft genug angucken. Wenn man also hier ist in den Studios, sollte man sich auf jeden Fall diese Show nicht entgehen lassen, würde ich mal sagen. So. Meine insgesamt, das meine ich jetzt wortwörtlich, wie ich es sage, aber nicht nur, weil wir jetzt irgendwelche Freizeitparks oft besuchen oder da viele uns auch durch Heidepark kennen, auch, das sage ich jetzt auch, wenn ich jetzt nicht so Freizeitpark interessiert wäre, wenn man die Harry Potter Rides, sage ich jetzt mal, und diese Stuntshow, das sind die realistischsten Sachen von Illusionen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und wenn man das nicht gesehen hat, dann hat man wirklich was verpasst. Weil das ist so das Beste, was ich in meinem ganzen Leben überhaupt gesehen habe. Das ist, finde ich, echt heftig. Also ich meine natürlich damit nicht, dass man unbedingt als sein Lebensziel setzen muss, in die USA zu reisen. Aber das ist somit das Beste, was, glaube ich, irgendwie existiert in Machart mit Film eingebunden sein. Also es ist echt super. Muss ich auch sagen. Echter Hammer. So, wir sind wieder draußen, wie gesagt, in der Hitze zurück, in der Realität, so ein bisschen jedenfalls. Mal sehen, was jetzt kommt. Langsam heißt es auch schon Abschied nehmen vom Universal Park. Wir haben es jetzt zwar erst 19 Uhr gleich, aber es ist wie gesagt pickepacke voll. Wir machen noch mal jetzt hier die Men in Black Ride, wo man das Training absolvieren soll. Ja, wo man so nicht nur Training, man kommt ja auch ins richtige. Ja, das Training wird von den überfallen. Ne? Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall muss man da solche Außerirdischen abschießen.
Ja, erstmal haben wir probiert, den Abzug gedrückt zu halten. Das war es nicht so irgendwie, ne? Die Lösung, um mehrere Punkte zu kriegen. Mal sehen, was diesmal passiert. Irgendwas ist gerade falsch. Nee, ist eigentlich ganz gut so. Ja, also die Ride eben, Man in Black, den Bogen haben wir nicht so richtig raus. Wir haben zwar gute Punkte abgesahnt, aber so eine Oma neben Stefan, die hat 400.000 Punkte gehabt und ja, da hat man sich schon leicht beschämt gefühlt mit 50.000 Punkten und 70.000 Punkten. Du musst doch erwähnen, dass er mehr hat als ich, ist ja klar. Hast du letztes Mal ja auch gemacht. Natürlich. Ist ja auch egal, auf jeden Fall hat Spaß gemacht. So, und jetzt machen wir nochmal diese Mardi Gras Parade hier, die nochmal durchkommt. Die sah richtig schön aus gestern. Und ob wir eine Kette fangen, wissen wir nicht. Wir werden uns bemühen und nachher mal gucken, wie die Ausbeute ist. Gestern haben wir echt Glück gehabt. Ja, da haben wir beide gleich viel gefangen. Ja, 14 Stück jeder. Das kriegen wir heute auf gar keinen Fall hin. Das war Glück. Das meiste lag noch so auf dem Boden hier vor uns. War nicht so viele Ketten gefangen wie gestern. Ich habe 9 und Stefan hat wieder auch genauso so viel wie ich. Also wir haben gestern haben wir 14 beide gehabt. Ja. Jetzt haben wir beide 9. Ja, war richtig schön, tolle Sache, gute Stimmung, tolle Lichterparade. Ja, es ist schon dunkel geworden mittlerweile, wo wir hier gestanden haben. Sieht auch sehr schön aus alles hier. Wir sind inzwischen im Hotel wieder angekommen, haben den Freizeitpark verlassen und haben bereits online eingecheckt. Es ist 21 Uhr, es ist 23 Stunden vor unserem Abflug. Hat alles einigermaßen gut geklappt, muss ich mal sagen. Und jetzt haben wir erstmal Hunger. Ja, und wir wollen mexikanisch essen und ja, ich habe schon einen Laden gefunden hier in der Nähe. In der Karten-App. Mal sehen, was John da ausgewählt hat. Ja, was heißt, wenn der Laden scheiße ist, ist das nicht meine Schuld. Nö. Aber dann wollen wir mal sehen, was du ausgewählt hast. So, wir sind angekommen. Der Mexikaner, den wir uns ausgesucht hatten, ist da vorne. Es ist so ein Self-Order-Kiosk, heißt das Ding. Aber mir nicht die Schuld geben. Nein. Weil? Das machen wir natürlich nicht. Also, ich konnte auch nur den Namen finden und es war als Restaurant eingetragen. Ja. Aber wir gehen jetzt da vorne mal gucken. Da ist ein Chili's, wollen wir auch immer schon mal hin. Ja. Gucken, ob wir da noch einen Platz kriegen. Es ist aber rappelvoll hier alles. International Drive halt. Ja. Getränke sind da und Essen ist auch schon gestellt.
Ich habe einen Secret Sauce Burger, also irgendwie mit einer speziellen Soße, die es hier gibt. Und ja, es kann bis zu 45 Minuten dauern, aber ist egal. Kohldampf kann nur größer werden, das ist dann beim Essen viel besser. Und dazu gibt es einen Sprite. Ja, und während man hier so aufs Essen wartet, überlege ich gerade mal, wo wir jetzt unseren Universal Aufenthalt beendet haben, was so das beste Fahrgeschäft dort gewesen ist. Und ich glaube, also es gab ja so Rides, die waren echt, also so eine echte Achterbahn, oder es gab diese Sachen, diese Rides mit 3D-Brille oder wo man so eine Simulation hatte. Also wenn ich jetzt auch für die echten Fahrten sprechen würde, wäre es für mich der Velocicoaster. Den fand ich also wirklich spitzenmäßig, die Achterbahn. Richtig Spaß gemacht. Danach würde dann hier gleich schon kommen mit Hagrid's Motorbike Adventure. Und von den Simulation Rides mit 3D-Brille oder auch ohne, fand ich von Harry Potter dieses Flucht von Gringotts am allerbesten. Haben wir auch gerade schon oft gemacht. Bin ich mal gespannt, was schon so in seinen Favoriten aufzählen wird. Ja, das Beste war meiner Meinung nach, was mir am liebsten gefallen hat, was ich jetzt fahren würde, wenn ich mir was aussuchen könnte, Escape from Gringotts. Also das fand ich am allerbesten gemacht. Ja, von den Achterbahnen muss ich kurz überlegen, aber ich glaube auch Velocicoaster war sehr gut gemacht, aber insgesamt, ich glaube, da war nichts, was schlecht war. Also der ganze Park war super. Ich habe immer Probleme, was auf die einzustellen bei mir. Ich kann nicht immer sagen, was ich am besten finde. Ich kann auch nicht beantworten, was mein Lieblingsfilm ist, weil ich kann mich nicht auf eins entscheiden. Das ist halt alles super. So, die Burger sind da. Die Pommes sind schon mal sehr köstlich. Ich bin gespannt auf den Burger. Genau, noch einmal so einen richtigen leckeren Burger essen. Und dann ist es auch das fast schon gewesen. Morgen noch mal ein bisschen was essen hier, amerikanisch. Aber erstmal, ich habe mir so einen richtig schönen dicken Burger bestellt mit zwei. How are we doing over here? Everything's good? Very good, yeah. Right. Yes, please. Ja. Yeah. Dr. Pepper. Dr. Pepper, ja. Yeah. Okay. Ja, und und schmeckt schon hier. So, wie war's bei Chili's? Lecker. Viel. Ich bin auch völlig überfressen, kann man nicht sagen, aber ich bin sehr gut satt geworden. Wir schaffen es auf jeden Fall. Wie war deine Soße? Was war denn das Besondere an der Soße? Ich hab zwar keine Soße geschmeckt, aber was ich geschmeckt habe, war köstliches Fleisch. Der Käse hat drauf lecker, also super. Und was auch super war, nette Bedienung, die ihr gehabt. Ja, das ist immer sehr schön, genau, finde ich auch. Also man merkt schon, das gehört halt einfach zum Beruf hier dazu, dieses Freundliche. Allein weil die auch auf das Trinkgeld angewiesen sind, aber auch man merkt, wer da wirklich mit Leidenschaft in dem Beruf ist und wer nicht. Also wir hatten auch schon beim letzten Urlaub hier, haben wir Leute gemerkt, die sind weggegangen und Gesicht ging von so auf. Und hier, die Leute sind nett. Aber jetzt brauche ich ein Hotelbett. Ja, ich bin auch müde. Wie spät haben wir es eigentlich, wenn ich fragen darf? Müde bin ich nicht, aber ich muss mich hinlegen. Es ist 22:47. Ja, es wird Zeit, genau. War ein langer Tag wieder mal. Die schaffen es auf jeden Fall, die Burger so zu machen, dass du danach gar nicht mehr kannst. Ja, so, ich würde sagen, bis morgen dann. Ja, da ist er, der nächste Tag. Und der John. Und der John ist auch da. Und wir hätten es gar nicht besser treffen können, glaube ich. Der Abschied wird uns heute nicht so schwer gemacht, wie erwartet. Denn das Wetter heute verspricht keine Sonne. Eigentlich wollten wir heute Vormittag am Pool verbringen, bis wir das Hotel verlassen. Das
schenken wir uns. Ist natürlich warm draußen, aber macht dann nicht so einen Spaß. Und auch für die ganze nächste Woche ist das Wetter eher wechselhaft. Viele Gewitter, also die beste Zeit, die haben wir gehabt. So, Koffer haben wir gepackt, schon kann man eben zeigen. Ja, wie zeigt man das? Hier sind zwei Koffer und unsere Sachen sind da drin. Das sind gepackte Koffer. Ja, und hoffentlich haben wir nichts vergessen, haben wir alles doch mal durchgeguckt. Ja, was übergeblieben ist an Getränken, Bags und drei Cola-Dosen. Die drei Cola-Dosen nehmen wir noch mal mit. Ja, genau. Und das Bags bleibt hier. Es ist das amerikanische Bags-Bier ist nicht trinkbar für mich. So, und jetzt würde ich sagen, packen wir unsere Koffer ins Auto, checken aus und dann haben wir noch ein paar Stunden hier in Orlando. Mal sehen, was wir so machen. Erstmal einkaufen gehen, glaube ich. Es ist wirklich heute merklich kühler, also nicht kalt, nicht? Aber 20 Grad vielleicht nur. Wir haben alles richtig gemacht, glaube ich. Das Hotel, ich muss sagen, kann ich empfehlen, das Hotel, wo wir waren, Avanti Palm Resort. In einer halben Meile links abbiegen auf Westland Lake Route. Ein gutes Zimmer hatten wir auch mit guter Aussicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zimmer sind, wenn man weiter unten wohnt. Wirklich gut und vor allem die Nähe zum Universal Park, das war für uns einwandfrei. Also geht kaum besser für die Zwecke unseres Urlaubs. So, und jetzt geht es nicht zum Flughafen und es geht auch noch nicht zur Autovermietung, um das Auto zurückzubringen. Es geht zu Walmart und dort wollen wir noch gucken, ob wir irgendwas Schönes für Simone finden, aber auch für uns. Genau, wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Es ist ja gerade mal halb zehn. Dann nächsten links abbiegen. Und wir müssen unser Auto, sag ich mal, gegen 17 Uhr abgeben oder sowas. Also wir haben noch ein paar Stunden, wo wir noch was machen können. Ja, und 10 Stunden fliegt dann der Flieger. Voraussichtlich. Ja, was Stefan und ich uns kaufen. Stefan hat auch so ein T-Shirt in seiner Größe. Ja, passend zu dem Film, den wir geguckt haben, kaufen wir uns ein T-Shirt. Das auch, wir haben einen Instagram-Beitrag dazu gemacht, dass wir im Kino waren. Da haben wir auch Schlechtes zum Film gelesen, aber es ist halt einfach auch ein gemeinsames Erlebnis gewesen, in Amerika einen Film zu gucken. War ja beim letzten Mal auch so, wenn man so zurückguckt, wir haben ja den Film Nope geguckt. Der Film war auch nicht der Beste, der Humor war auch nicht der Beste, aber es bleibt halt einfach in Erinnerung und ist halt eine gute Amerika-Erinnerung, finde ich. Und deshalb haben wir uns das T-Shirt geholt. Heute ist ja Ostersonntag und wir haben noch keine Ostereier. Das ist zum ersten Mal für mich in meinem Leben, dass ich Ostern ohne Ostereier verbringe. Aber wir haben sie schon gefunden. Und wir nehmen noch was anderes mit. Das haben wir eben hier gesehen. Was hier. Marshmallows in Osterhasenform. Und eins noch. Dies hier. Reese's Pieces. Na ja, gut. Mal ausprobieren. Ja,
das Lego auf dieser Seite hier hat uns in die Spielzeugabteilung gelockt, weil ich finde es voll krass, dass hier in einem Walmart eine größere Ausstattung an Spielzeugen ist, als in Deutschland in einem Spielzeuggeschäft. Also das finde ich schon heftig, hätte ich mir damals auch für Deutschland so gewünscht. Tja, zu spät. Und für Simone bringen wir auch was mit. Für Simone bringen wir auch was mit. Simone bringen wir auch was mit. Und zwar Schokolade. Beim letzten Mal haben wir ihr ja zwei Hershey-Tafeln mitgenommen. Diesmal gibt es ein bisschen Abwechslung. Es gibt zum Beispiel Reese's, ist ja auch typisch amerikanisch. Hoffen wir mal, dass sie sich drüber freut. So, wie gesagt, kein Ostern ohne Ostereier. Wollen wir mal sehen, wie die Ostereier in den USA schmecken. Hier ist eins. Und hier ist das zweite. Ich bin mal gespannt. So eine Creme. Es klebt das bei hier oben auch drauf. Bei mir ist es hier voll. Was ist denn damit? Keine Ahnung, als hätte ja jemand Kleber drauf gemacht oder so. Aber das läuft schon aus hier. Egal, probieren wir. Genau. Ziemlich süß. Was machst du? Einbeißen. Was machst du denn damit? Sehr süß. Naja. Eins reicht davon aber auch. Ein bisschen Schokolade schmeckt man auch raus. Mhm. Ganz bisschen. So, da war ja noch was. Die freundlichen Marshmallow-Osterhasen. Ja, die sind besser als die Ostereier. Die sind lecker. Kann ich nur empfehlen. Ich habe noch einen vollen Mund. Aber ein bisschen werde ich probieren. Ich werde dem Hasen meinen Kopf abbeißen. Fand die Eier besser. Ja, was macht man so, wenn man Zeit hat und sozusagen so ein bisschen immer auf sein Flugzeug wartet, was abhebt nach Deutschland? Wir fahren mal so ein paar Sachen ab. Hier sind wir jetzt im Cypress Grove Park. Ja, und hier sind die Amerikaner heute am Ostersonntag und machen mit Football hier irgendwie was. Flag Football heißt das, glaube ich, oder was ich eben gelesen habe. Ich weiß nicht, was Stefan gelesen hat. Auf jeden Fall ist hier ganz schön was los. Dieser Park hier, der ist richtig schön angelegt. Überall diese tollen Bäume. Guck mal, ob wir sie mal eben zeigen können so. Kommt natürlich bei dem Wetter jetzt oder bei dem grauen Himmel nicht so ganz gut durch, aber eine tolle Atmosphäre hier. Die Amerikaner, die haben sich ihre Picknicksachen mitgebracht, machen hier Spiele. Jetzt gehen wir mal ins Wasser. Ja, hier gibt es nämlich so ein, ich weiß nicht, ob das schon als Steg zählt, aber auf jeden Fall zu so einem Punkt über dem Wasser. Thank you.
So, weiter geht's. Wir sitzen wieder im Auto und wollen nochmal zu Celebration fahren und dort eventuell ein Eis verköstigen, weil das habe ich da tatsächlich noch nicht gegessen, weil ja, an dem Tag war, ich weiß nicht warum, mir war nicht so nach Zucker und auf jeden Fall, wir fahren, wie es ausschaut, vielleicht gleich nochmal an unserem Hotel vorbei und ja, können uns mit einem letzten schönen... Nochmal verabschieden, genau. Ja. Mal gucken, wann es kommt. Ja, es muss gleich da sein. Schon in Celebration angekommen. Hier ist heute ein Community-Event. Also hier auf dieser Market Street hier. Vor mir ist gerade der See, wo wir schon mal gesessen haben. Da ist jetzt hier sowas aufgebaut, so Zelte. Alle, ja, und alle verkaufen und stellen hier ihre Produkte vor. Also wirklich alles Mögliche. Jeder, der irgendwie Talent in irgendwas hat oder irgendwas hier produziert, stellt das hier aus. So, das Eis ist da. Wir haben alle beide Schokolade genommen. Ich habe irgendwie auch richtig Hunger bekommen, so auf Schokoladeneis, weil ich das jetzt schon länger nicht mehr genommen habe. Ich habe immer, wenn es um Eis ging, Strawberry und sowas genommen. Naja, umso leckerer. Oh. Das ist wirklich gutes Eis. Auch nicht ganz billig. 12 Dollar und. Aber so große Kugeln. Wir haben uns an die Preise ja gewöhnt. Und wir sind dafür auch eine Celebration und da ist auch richtig schön. Hier riecht es total köstlich. Leider haben wir jetzt aber unser letztes Bargeld gerade für das Eis ausgegeben. Das heißt, wir können nur noch mit Kreditkarte bezahlen. Und das geht natürlich hier nicht auf diesem Event. Müssen wir gleich nochmal woanders was essen, würde ich sagen. Was steht zur Debatte? Das weiß ich nicht. Warum soll ich das wissen, was zur Debatte steht? So, wir sind bei Taco Bell und haben was Leckeres bestellt, weil ich schon den ganzen Urlaub über essen wollte. Wird am letzten Tag geschafft. Große Enttäuschung. Dr. Pepper ging nicht am Automaten. Ich musste Pepsi nehmen. Aber mal sehen, was hier John's Soft Taco, den er haben wollte. Ich wollte schon lange wieder mal dieses Leckere hier essen. Nachos. Ich fange das dann auf hier. Das. Mit der Käsesoße. Ich liebe es. Köstlich. Egal, ich mache noch einen Taco Bell. Lecker. Wo ist denn die scharfe Soße, die wir bestellt haben? So, wir hatten ja extra diese Diabolo-Soße bestellt. Habe ich noch nie probiert. Die ist noch schärfer als das Fire, die Fire-Soße. Und John macht sich gerade jetzt auf seinen Taco drauf.
Genau, nimm ruhig alles rauf. Ich bin gespannt. Hab einen Soft-Taco, der wackelt ein bisschen, also ich muss aufpassen. Lecker. Ich probier's gleich. Oh, ich bin gespannt. Natürlich schwer zu essen, weil es ja kein Soft-Taco ist. Ich muss einfach mal hier mit Essen anfangen. Oh. Holla! Die hast du einfach so gegessen? Die ist wirklich Diabolodo. Boah. Nee, ich hab auch alles drauf gemacht, ich Trottel. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Und wir sind hier in der Gegend, wo ich mit Simone früher gewohnt habe, vor 20 Jahren, in einem Motel 6. Und da wir noch Zeit haben, würde ich gerne mal erst da hinfahren und mir angucken, ob ich noch unser Zimmer wieder erkenne. Auf geht's! Jetzt gerade gar nichts davon wieder. Entweder es ist das falsche Motel 6 oder es hat sich in 20 Jahren so viel verändert hier von der Straße, dass man es irgendwie wieder erkennt. Das wird sich jetzt gleich herausstellen. Parken wir hier ein. Ziel erreicht. So, mal gucken. Ja, also das ist es hier wirklich gewesen. In diesem Zimmer hier. 292, wird gerade vollkommen renoviert. Da haben wir gewohnt. Hatten dann hier den Blick auf den Pool. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte man von hier aus dann einen Platz auf dem Parkplatz hier. Ja. Hat sich halt einiges getan. Aber ich glaube, wir haben mit dem Hotel, wo wir es gewohnt haben, die bessere Wahl getroffen. Auch von der Fahrzeit her zum Universal Park. Ja. Jetzt bin ich beruhigt. Ich weiß, dass ich hier nicht wieder absteigen werde in diesem Motel. Und ich weiß, dass wir das gut gemacht haben für diesen Urlaub. Und ich weiß endlich wieder, wie es hier aussieht. Das, nach 20 Jahren hat sich doch einiges getan hier. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Vor 20 Jahren hatte ich noch nicht die Ehre, Amerika zu besuchen. Ich hatte vor 5 Jahre später erst hatte ich die Ehre, die Welt zu besuchen. Ja, das stimmt. Aber irgendwie ist es ein komisches Gefühl, dass ich hier sehe, dass ich vor 20 Jahren in diesem Zimmer hier schon mal geschlafen habe. Und in diesem Pool hier schon mal gebadet habe. So richtig sauber sieht der Pool auch nicht aus, muss ich mal sagen. Ja, aber das war's hier. Gut, sehr schön. Jetzt können wir weiterfahren. Ja, wir sind bei Disney Springs. Was wir genau vorhaben, eigentlich nichts. Man kann hier ja nur einkaufen und wir wollen halt irgendwie unsere Zeit noch totschlagen. Aber nicht mit den Fäusten.
Nee, wir waren ja schon mal hier abends. Fanden wir ganz gut. Und da es auf dem Weg lag, haben wir gedacht, können wir noch mal kurz eine Stunde anhalten hier, bevor es zum Flughafen geht. Aber was wir gerade erlebt haben, ist Folgendes. Hier ist alles sehr streng mit Kontrollieren und es wird auch sehr sicher gemacht. Und hier zum Beispiel, um in so einen Citywalk zu kommen, wirst du einmal kontrolliert, weil du darfst hier keine Waffen mit dir tragen und so ist es halt, ne? Und Taschen werden kontrolliert und ja, jetzt wurde ich aber in die falsche Linie gemacht und konnte mit meiner Umhängetasche ganz normal reingehen und Stefan wurde kontrolliert, der keine Tasche hatte. Also ja, wir haben das zum ersten Mal einen Fehler da bemerkt. Keine Ahnung, das ist ja so ein ehrliches Gesicht, dass sie gedacht haben, der liebe Junge, der hat bestimmt nichts bei sich. Aber der bestimmt. Ja. Naja, ist egal, das ist ja keine schlimme Kontrolle. Man muss einfach die Arme einfach so machen, wird man einmal abgeleuchtet und fertig. So. Also ich weiß schon, eins werde ich auf jeden Fall nicht vermissen, das sind diese Menschenmassen. Das ist echt der Wahnsinn, was hier los ist. Jetzt gerade hier. Wir stehen hier in einer meterlangen Schlange vor dem Lego Store. Was gibt es da Besonderes? Eigentlich nichts. Der Lego Store ist das Besondere und man kann da reingehen. Darum warten wir jetzt hier erstmal. Das ist der einzige interessante Laden, den wir hier noch nicht besucht haben. Na, das wird. Und weiter. Achso, geht schon weiter. Gut. Nur machen, wenn man Langeweile hat, oder? Sich hier anstellen und eine Schlange, um in so einen Lego-Shop reinzukommen. Ich sag dazu nichts, weil wenn ich irgendwas dagegen sage, kann es auch Kritik geben, weil Lego nun mal sehr beliebt ist. Also halte ich lieber meinen Mund. Ja klar, ich mag ja Lego auch gerne, aber dass sie mich hier... Wie lange wird es denn dauern? Eine halbe Stunde? Naja, mal gucken. Ich mache ja alles mit zum Ende des Urlaubs. Die letzten Minuten in Freiheit, John, ist das hier, in diesem freien Land und dann nachher bist du im Flughafen, im internationalen Bereich gefangen. Ja, du aber auch. Ja, ich auch. Ich muss auch noch genießen jetzt hier meine Freiheit in der Warteschlange. Ich bin im Lego Store. Ja, ich auch. Kommt mir bekannt vor, habe ich zu Hause stehen. Stressig, sehr stressig. Wir mussten sogar eben noch hier Toll bezahlen, weil wir uns verfahren haben auf dem Weg hier zur Rückgabe des Autos. War absolut, da wo wir gefahren sind, bescheiden ausgeschildert. Wollen wir die Gabel mitnehmen oder wollen wir die hier lassen? Ja, gut. So, weiter geht's mit dem Shuttlebus, nachdem wir das Auto abgegeben haben, zum Terminal C.
ist auch ein bisschen auch wieder blöd gemacht, weil wir gar nicht wissen oder wussten, zu welchem Terminal wir überhaupt müssen. A, B oder C. Hat auf keinem Ticket gestanden. Aber jetzt haben wir gefragt. Lufthansa und Eurowings Terminal C. Dann haben wir hoffentlich gleich ein bisschen mehr Ruhe wieder. So, wir sind jetzt durch den Sicherheitscheck und jetzt können wir zu unserem Gate. C245, letztes Gate auf dem Flughafen. Und da haben wir noch jede Menge Zeit, bis wir losfliegen können. Ne? So, jetzt haben wir aber die ganze Aufregung hier überstanden. Also ja, das Schlimmste war ja die Autofahrt zum Flughafen. Also nicht die Fahrt selber, sondern die Rückgabe fürs Auto zu finden. Entweder waren wir total blöd oder es war schlecht ausgeschildert. Oder beides. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir $3 bezahlen müssen. Wir haben jetzt keinen Change mehr. Ich habe das ganze Change, was wir hatten, am Ende da reingeschmissen und es hat gereicht. So. Können wir was trinken, oder? Ja. Einzigen. Und ja, da Stefan der Velocicoaster so gut gefallen hat, hat er sich gleich ein T-Shirt dazu geholt. Mal sehen, ob ich auch noch was finde. Ja, das T-Shirt sieht zwar nicht schlecht aus, aber ich finde hier irgendwie von Merchandising insgesamt nichts, was ich glaube ich wirklich so anziehen würde. Ich habe ja schon ein T-Shirt mit E.T. drauf gekauft im Park. Und ja, da ich die E.T.-Ride irgendwie ganz gut fand und auch nochmal Lust habe, den Film zu gucken, nochmal zu gucken, habe ich natürlich schon geguckt, mehrfach. Ja, ich glaube, ich nehme mir hier so ein E.T. mit. So sieht er aus. So, jetzt kommen wir zum erholsamen Teil unseres Aufenthalts auf dem Flughafen. Hier an der Bar gibt es ein leckeres Bier, und zwar ein Orange Blossom Pilsener. Und Johnny, was gibt's da Leckeres? Eine Cola. So, jetzt haben wir noch ungefähr eine Stunde Zeit, dann ist Boarding. Und dann geht's ab nach Good Old Germany. Jetzt geht's zum Gate, wie gesagt, 245. In einer halben Stunde ist planmäßig zumindest das Boarding. Also, das war's dann mit USA so langsam, aber sicher. Schon längst eigentlich. Seitdem wir den Flughafen betreten haben, schon. So, wir haben unseren Platz eingenommen. Sogar einen Fensterplatz diesmal bekommen. Das frühe Einchecken, das wir gestern ja gemacht haben, hat sich wohl gelohnt in diesem Falle. Und Johnny? Ja, ich kann mir den Flug ganz gut vorstellen, wenn dieser Arm hier verschwindet. Dieser Arm? Ja. Der bleibt da liegen, den ganzen Flug über. Wirklich? Ich bin so nett und hab ihm gesagt, Fensterplatz kriegt er. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Ja, guck mal nach. Steht da nicht, warte. Was hast du für ein Ding? 37H. Und du? Ich sitze am Fenster eigentlich. Sei froh. Bin ich auch. Dann will ich die Arme lesen. Die kriegst du ja auch gleich. Ich möchte einfach nur, dass ich hier keinen Arm in meiner Area habe. Ja. Du kannst ja so aufstehen, aber nicht so. Du hast das nicht gedacht. Ja, das Reisen ist immer ein Problem. Ja, immer hat man Leute, die
die deinen Respekt haben, der für den Platz. Und draußen regnet's. Wir 4 Stunden Aufenthalt noch, nachdem wir die ganzen Sicherheitskontrollen hier in Frankfurt hinter uns gebracht haben. Und wir haben uns jetzt hier in der Business Lounge sozusagen eingemietet und können jetzt hier die 4 Stunden angenehm verbringen mit Relaxen, Essen und Trinken. Genau, so ist es. Und ja, ich werde mir, nachdem wir hier gut gefrühstückt haben, es ist jetzt Frühstückszeit, ja, 12.37 Uhr. Ich bin noch ein bisschen durch mit der Zeit, weil wir ja, ja durch die Nacht irgendwie in den Tag geflogen sind. Also sehr komisch irgendwie. Und ja, hoffen wir mal, dass wir einen angenehmen Aufenthalt noch haben. Eine Stunde. Was machst du eigentlich die ganze Zeit da? Filme gucken. Welchen Film denn? Also jetzt in der Zeit mit dem Flug und hier habe ich die Batman-Trilogie geguckt und ja, jetzt gucke ich, wie ich mich weiter beschäftigen kann. Und ich habe geschlafen etwas, so ein paar Sekunden zumindest oder Minuten. Aber es ist angenehm hier. Auf jeden Fall besser als im Flughafengebäude da zu sein. Also hat dir schon gelohnt. Aber müde ist man trotzdem, ne? Hm? Ob du müde bist? Nein, überhaupt nicht. So, die Abreise ist noch nicht beendet. Das Video beenden wir aber schon etwas eher, weil ja, das ist schon sehr anstrengend, wenn man vor allem den langen Flug jetzt schon hinter sich hatte, dann hier noch so lange aufgeteilt hat. Die Lounge hat das Ganze ein bisschen vereinfacht. Stimmt, würde ich sagen. Das war unsere Rettung. Und ja, wir würden jetzt sagen, weil... Ich würde noch mal kurz vorher was sagen. Also der Urlaub, den wir jetzt gemacht haben, war wirklich spitzenmäßig. Wollte ich auch sagen gerade. Aber man muss diese beiden Abreise- und Anreisetage einfach abzählen und vergessen. Das ist das Letzte. Das ist wirklich immer schlimm bei Fernreisen.
Das ist keine Erholung, das ist einfach der pure Stress und macht mir zumindest überhaupt keinen Spaß. Ich fliege weder gerne noch, dass ich hier Bock habe drauf zu warten auf die ganze Geschichte. Aber sonst war es ein super Urlaub. Ja, und deshalb hoffen wir, dass ihr Verständnis dafür habt, dass wir die Abreise quasi nicht komplett zu Ende filmen, sondern das machen wir, das wird auch langweilig, damit wir das auch bestens überstehen. Wir müssen aber wir das, in eine andere Richtung, oder? Ja, wir Geld, das Geld hat sich einmal geweckt. Ich rede gerade noch. So. Das Gate hat sich einmal gewechselt und ja, da fängt schon der Stress wieder an. Wir beenden das Video lieber und wir hoffen, dass ihr Verständnis habt, dass wir es damit quasi nicht ganz zu Ende filmen. Wir beenden hier das Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich wohl auf im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüssi.